Und er 4 Tore macht. Trifft er heute auch wieder? Gleich geht's los, live bei EA Sports. Willkommen im Mercedes-Stadium, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir sind live dabei bei einer Begegnung aus der MLS. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Buschi, mal kurz zu Cristiano Ronaldo. Was traust du ihm heute zu? Naja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen. Und das erwarte ich heute auch von ihm. Diese Torgefahr, dieses Knipsen, dieses Bodenmachen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Im Tor Alexander Nübel. Sergio Ramos spielt mit David Luiz in der Abwehr. Und 3 Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Thank you for joining us. Now get ready. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Franco Jara. Gutes Anspiel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und Ramos passt auf. Ansu Fati. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Der Ball geht zu Ronaldo. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann ist Cristiano Ronaldo alleine vor dem Torhüter. Ja, was will der da machen? Das lässt sich ein Ronaldo nicht nehmen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da ist Platz. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, und wieder Tor! Wenn du dich als Torwart gleich 2 Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Eine Seite kannst du dicht machen, aber eben nicht beide. Tor fällt fast zwangsläufig. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Schönes Anspiel. Guter Ball nach draußen. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Özil. Cristiano Ronaldo. So kann er da nicht hingehen, ist absolut gelbwürdig. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Da geht Ronaldo vorbei. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Lionel Messi. Mesut Özil. Guter Pass jetzt. Messi. Messi! Chance lebt noch. Ball ist wieder weg. Super Pass von Messi. Da hat er die Chance. Cristiano Ronaldo mit dem Tor. Wieder mal ein tolles Tor. Das ist schon beeindruckend, wie er das macht. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2-gegen-1 Situation. Sie liegen deutlich vorn.
Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da kommt der weite Ball auf den Flügel nicht an. Lionel Messi. Messi versucht's. Weiter gefährlich. Super reagiert. Brillant gemacht. Das macht er stark. Er setzt sich durch und trifft. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Messi jetzt. Schöner Pass. Pass auf Cristiano Ronaldo. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Hier sehen wir noch mal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Das könnte gefährlich werden. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Trifft er, ja, drin, Tor. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Starten Sie jetzt ein Comeback in diesem Spiel, was meinst du? Es gibt ja nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. Und jetzt die Chance. Und das Tor. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Sie sehen alle nicht gut aus, aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Nachspielzeit wird angezeigt, 1 Minute. Jetzt ist er durch. Das ist noch gefährlich. Lukas Piszczek. Jetzt die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Viel wird hier nicht mehr passieren. Maximal gibt's jetzt die Gelegenheit. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Einwurf. Und Ramos. Ball bei Cristiano Ronaldo. Sie holen sich den Ball. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Özil. Die Chance auf den Konter. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. 5 Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Zuspiel landet im Aus, gibt Einwurf. Die Gäste werden wechseln. Mit Auge. Messi muss es machen. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Aktion geht weiter. Er schießt hier ein Eigentor.
Und hier nochmal das unglückliche Eigentor. Ja, das ist natürlich bitter, aber das kann eben passieren. Das Eigentor müssen Sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Nee, der Ball kommt nicht an, das ist Hector. Stark gemacht, das könnte was werden. Ist es das? Ein fantastischer Treffer. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann setzt er da diesen Volley an. Das ist perfektes Timing, das ist eine klasse Aktion, schönes Tor. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Er holt sich vorne den Ball. Sie versuchen es. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Ja, da müssen Sie aufpassen. Der Versuch war harmlos. Da kann er ihn stoppen. Sie bekommen den Einwurf. Oh, jetzt werden Sie wechseln. Abgefangen von Sergio Ramos. Chance zum Konter jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sie haben immer noch den Ball. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann zieht er einfach Volley ab. Das ist eine klasse Aktion. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Den Spielverlauf konnte man heute dann doch so erwarten. Ja, sie liegen klar vorn und das natürlich vollkommen verdient. Sie werden ihrer Favoritenrolle gerecht. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Das muss es sein. Und Tor! Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Die Gäste werden wechseln. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Gleich wird hier ausgewechselt. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf